Schönen guten Abend, guten Morgen oder whatever. Es ist doch ein wenig zu smooth, der Smooth Jazz. Ah, so, besser. Guten Morgen. Jedenfalls ist das, entspricht das der Aufnahmezeit und hört man noch ein wenig an meiner Stimme, die ist nämlich noch ein wenig belegt. Was machen wir? Wir gehen nochmal in die Höhle. Das ist so der Plan. Halbe Stunde mit A Quiet Light, dem schönen Album von Somewhere Off Jazz Street. Auch wieder unter Creative Commons Non-Commercial. Leider kann man es ja, ich trinke Kaffee. Was für ein Wunder. Leider kann man es ja bei YouTube nicht noch besser einstellen. So, genug vom Standbild. Aber vielleicht reicht das, dass YouTube mal erkennt, dass ich dieses Standbild gerne als Startbild hätte. Zwinker, zwinker. Vielleicht gucken ja YouTube-Mitarbeiter sich auch YouTube-Videos an. Wäre das nicht toll? Dann könnten diese ja jetzt quasi anfangen und mir was freischalten. Und zwar, ich hätte gerne auch persönlich die Möglichkeit, Startbilder, also Videobilder zu setzen. Wäre das toll. Ich finde das super. So. Ach ja, wie man hört, die Bronchitis hat mich noch ein wenig im Griff. Oh, ich hätte vielleicht doch nicht gleich als erstes morgens anfangen sollen, ein Video aufzunehmen. Aber gut, wir kriegen das hin. Huiuiuiui. So. Was wir nämlich eigentlich wollen, neben dem, was wir sonst so wollen, ist ja, ja, genau, ist ja hier unseren Untergrundweg ein bisschen weiter ausarbeiten. Ein bisschen weiter, upsala, vorantreiben. Ich kann sehen, hier ist schöne Ressource drin. So. Ups, nein, das ist die Stufe. Hahaha, was sehen denn meine entzündeten Augen? Ach nein, meine Augen sind doch gar nicht entzündet, das sagt man doch nur so. Gold! Sehr gut. So. Ja. Schau mal einer, guck. Dann können wir uns da auch noch runterbauen. Das ist gut. Hier haben wir schon Licht. Hier können wir noch ein bisschen ausleuchten. Och, Kohle und Eisen. Och. Ist das toll. Na, hier ist ein Dead End, das ist auch gut. Aber immerhin Eisen, Eisen, Eisen. Das ist ja unser Hauptaugenmerk, nachdem wir jetzt unsere ersten zwei Eimer haben. Dass es an der Eisenfront auch vorangeht. Ich kränkel noch ein wenig.
Das ist auch der Grund, warum es diese Woche keinen Cast gab. Weil so klinge ich denn des Öfteren. Vielleicht war es auch die falsche Entscheidung, jetzt schon anzufangen, hier irgendwie rumzucasten, aber. Also, beziehungsweise. Casten tue ich ja gerade nicht, sondern ich mache ein Video. Rumzu-Video machen. aber scheiß drauf. Geht schon. Wird schon. Alles gut. So. Ja, dann nehmen wir hier noch den Gravier raus. Ach, das ist eine Kohle. Kohle. Ja, nimm. Das ist toll. Oh, ich sehe gleich noch mehr Kohle. Dann gleich oben nochmal. Absortieren. All unsere neuen Güter. Es ist ein wenig duster hier. Mag auch daran liegen, dass draußen Tag ist. Also. Wenn in der realen Welt Tag ist, hier in der dunklen Höhle rumzukraxeln, ist halt auch nicht. Häng was dahin. Dann leuchtet schön. Ja. So. Sie schon wieder mehr Kohle. Ist das nicht toll? Und Kies. Gravel, Gravel, whatever. Haben wir jetzt ja auch ein bisschen was zusammen. Dann haben wir auch mehrere Feuersteine inzwischen. Huiuiuiui. Ja, hier waren wir schon. Jetzt hier auch nicht zu weit vom Weg abweichen, weil wir haben doch jetzt einiges gefunden. Wir haben einiges an Zeug. Und hier unten können wir uns Zäune abbauen. Das ist alles ganz toll. Sollte man nicht durch irrsinnige Exkursionen gefährden. Naja, aber ich glaube, kohletechnisch sind wir jetzt erstmal ganz gut versorgt. Eisen sieht auch gut aus. Ergo geht es voran. Mal alles brav mit. Ach, da oben ist noch mehr Kohle. So. Vielleicht nicht direkt runterstellen, ne? Das haben wir auch irgendwann gelernt. Wer an der Decke kratzt, kann auch gern mal einen halben Berg auf den Kopf kriegen. Aber in diesem Fall. Ist das alles in solider. Stein gehauen. So. Es plückt um mich herum. Ein paar.
haben wir auch gerade nicht. Ist doch alles gut. Bin ich da so weit nach oben gebuddelt, eine Etage drüber schon wieder ein Loch flicken müssen. So gierig! Wie die Zwerge aus Mittelerde. Weil die befreiten ja am Ende den Balrog. Aus seinem tiefen Schlaf. Und ich mache mir einfach nur Löcher in die Wände. Gut, der Vergleich hinkt. Und nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber hier, da, Loch, habe ich doch gesagt. Zack, Loch gefixt. Ja, und da hinten waren wir nämlich schon an dieser Höhle dran, weil das haben wir gesehen. Schön, schön, schön. Von hier können wir also schön weiter Exkursionen tätigen. Und da jetzt die erste Viertelstunde rum ist, ach, ich klatsch das als eine Folge. Das sind doch nur, wie viel sind es? 37 Minuten? Ach, wird schon. Vielleicht darf ich jetzt auch nicht länger als eine halbe Stunde. Das werden wir rausfinden. Ich probiere es erstmal in Gänze. Das ist ein großer Brocken. Ja, Smooth Jazz. Smooth Jazz. So. Ist doch gut. Ist jetzt doch weniger als ich dachte, aber naja. Feuersteine. So, auf jeden Fall muss ich mir wieder Stickies machen. Noch mehr Werkzeug. Nee, das war die falsche Taste. Aber gut. Ich glaube, das sollte an Stickies erstmal reichen. Brauchen wir gleich nochmal wieder ein bisschen mehr. Ja. Reicht es nämlich dafür nicht. Vier. Und das davon will ich noch eine. Und von der Axt, da wir jetzt da unten anfangen, ich mir als eine. Aber ja. Kriegen wir erstmal nicht. Ergo. Bleibt alles so, wie es ist. Genau, aber damit fangen wir schon mal an. Das sind nämlich 11. Heißt, ach nee, in der Kiste. Ach doch, die kann ich gleich noch holen. Hier ist doch auch noch 2 drin. Genau. Das sind dann immerhin schon 14. Ich sage ja zu Kaffee. Windstone. Kohle? Ja, ja. Ja, die nehmen wir einfach mal mit. So, ich brauche noch von unten neues Zeug. Hier brauche ich jetzt erstmal nichts mehr. Ich habe mein, ja, ich habe mein Werkzeug. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, genau, Bretter. Bretter, Bretter, Bretter. Da wollte ich noch mitnehmen und ja, statt der 2 nehmen wir mal 64 mit. Obwohl es eigentlich Schwachsinn ist, wenn man in den Berg geht, wo man, naja, aber gut. Wir haben sie dabei, wir haben sie dabei. Alles ist super, alles ist prima und so ist ja auch besser. Was wir uns hätten gleich mal machen können, wäre ein Metallwerkzeug gewesen. Aber nein. Wir rennen lieber wieder ins tote Ende. Achso, ja, das wollte ich ja noch ausprobieren. Geht das auch hiermit so gut? Naja, gut nicht. Muss es dafür schon Holz sein? Holz. Ja, toll. Also es geht anscheinend nur mit einer metallenen Variante. Eine Iron-Variante. So.
Da ist ja schon ein Lämpchen dran. Also machen wir hier mal dran. So. Oh, 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 oh. Hier weg. So, dann können wir es so machen. Ja, zum Glück haben wir uns Bretter mitgenommen. Wie hätten wir hier sonst überlebt bei all den Brettern, die wir jetzt abbauen? Ich nehme hier einfach faul. Zum Punkt. Und denk mir mal einfach so. Na, nimmst du doch einfach das naturgegebene Material mit. Das kann man hier auch hoch. Das ist schön. Hui. Uiuiui. So. Hier die Kante weghauen. So, noch eine Kante weggehauen. Ja. Jetzt hier hoch in den Berg. Damit hier nicht spawnt. Ja, Fäckelchen rein. Ja. Aber Gravelernten brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Ich mache die Axt auch pling. Ja, da ist es soweit. Wir haben ja zum Glück noch mehr von dem Scheiß dabei. Ja, die lasse ich mal hängen, weil wir wollen Strings. Weil wir wollen ackeln. Ackeln. Wir wollen angeln. Angeln wollen wir nicht ackeln. Wer ackelt denn noch heute? Ackeln war gestern. Angeln, Fische, Ozeloten. Und Hunde könnten wir auch mal einfangen. Dann müssen wir nochmal gucken, wie man hier denn auch anderes Getier einfängt. Ein paar Rinder und so weiter. Weil wir haben ja große Rinderherden und Schafsherden und sowas schon gesehen. Und dann müssen wir jetzt mal anfangen. Hier so langsam, langsam, langsam. Mit dem Animal Breeding auch anzufangen, finde ich. Oh, das ist schon wieder Kohle. Ist das schön. Ich finde es ja nett, dass sie jetzt hier so viele Ressourcen hinstellen. So Holz und Zäune. Finde ich echt freundlich. Gefällt mir. I like. Und ich sehe, wir haben so circa die Hälfte rum. Von daher nochmal ein herzliches, herzliches Willkommen an alle, die jetzt zugeschaltet haben in der neuen Folge. Wir sind immer noch tief in den Untiefen des Berges unterwegs. Bei der Höhle, die wir aufgetrieben haben. Durch einfaches, stupides nach unten graben findet man immer eine Höhle. Jedenfalls in 99,99% der Fälle. Jedenfalls auch das dann wiederum in 100% der Fälle, wenn man Minecraft spielt. Und glaubt keiner Statistik, die ihr nicht selbst gefälscht habt. Ja. Wir hören immer noch Smooth Jizz. Oh mein Gott. Jetzt hängt das da drin. Wir könnten es ja mal wagen. Ne. Ui. Ja. Jetzt kleben wir da drin. Ui. So. Hier geht's ja noch irgendwo hin. Eisen. Ich habe da was gehört. Ja. Ui. Ui. Dammit. Na, da kommt doch gleich was raus. Ich höre doch da was grunzen. Oder was schleimen? Was ist das? Was ist das für ein Getier, was man da hört?
Es ist ja ein Dungeon. Ein Dungeon. So, also auf jeden Fall hier grunzt was. Vor allem jetzt mit dem Wassernaft. Hui, Spinnen. So. Ja, das war doch mal gut. Nicht gut. Naja. Gar nicht gut. Schleichen wir uns mal nah, langsam und leise an. In der Hoffnung, dass sie uns nicht in den Arsch speisen. Flüchten. Entschuldigung. Ich brauche noch eine schnelle Mute-Taste. Die wäre toll. Da gibt es sogar Monster. Da gibt es sogar Monster. Dies ist aber hart. So. 27. Wow. Das ist auch so viele. Naja, gut. Wir haben es ja. Also da gibt es Monster drin. Da drin. Oh, und hier ist auch ein Dead End. Lalalala. Gut. Ergo. Hauen wir hier das Zeug noch zu Klump. Nehmen es mit. Stollenverzierung. Halten tut das Minecraft auch ohne. Es wäre cool, wenn es was auslösen würde, aber es tut es ja leider noch nicht. Vielleicht lassen sich in der Beziehung die Entwickler nochmal was einfallen. So. Auf jeden Fall hier rein geht es zu den Monstern. Machen wir uns den Weg nochmal ein bisschen schöner. Ja. Ja, und der Grunzt ist und so weiter. Haben wir alle schon, ist wahrscheinlich oben drüber. Ich hasse diese Lava-Seen hier immer. Ah, kann man ja ganz schnell beheben. Das geht ja fix, also relativ.
fix 1, 2, 3 ist es mit der Lava vorbei. So sieht doch schön aus. Und die letzten 5 Minuten des Streams sind auch schon des Streams. Ich mache immer noch Streams. Des VODs, Let's Plays oder wie auch immer sind angebrochen. Das heißt, wir nehmen jetzt noch dieses Kohlevorkommen mit. Gehen dann erstmal wieder nach oben. Und ich hoffe, euch mit dieser halben Stunde Minecraft den Samstag vor, nach, um Mittag versüßt zu haben. Ich weiß ja nicht, ich hoffe, na, vor Mittag wird es nicht hochgeladen sein. Das glaube ich nicht. Muss ja noch rendern. Das dauert ja so lange wie die Aufnahme, also ein bisschen länger. Finde ich auch spannend. Oh, Scheiße. Was haben wir denn hier schon wieder gefunden? Schon wieder die nächste Höhle. Kohle. Mehr Eisen meine ich. Mehr Kohle auch. Oh. Alter. Lapsus Lapsuli. Ja. Gut, wo kamen wir her? Wir kamen aus diesem Loch in der Wand. Auf nach oben. Es gibt einen Weg nach oben. Ja, die hier brauchen wir vielleicht nicht. Machen wir es weg. So. Hier. So. So. Genau. Hier noch ein bisschen ausleuchten. Glück. Sehr schön. Da sind wir schon wieder beim Anfang. Vielleicht machen wir das hier noch. Oh, und die letzten 5 Minuten laufen wirklich. Oh, da war stehende Lava. Betonung liegt auf wahr. Ich habe sie jetzt doch zu zementiert. Nicht in die Lava fallen. Auch immer wieder wichtig. Ja, das kann hier so auf. Und dann machen wir hier mal noch ein Fäckelchen und machen wir hier mal noch ein Fäckelchen. Da haben wir schon eins. Machen wir jetzt hier mal noch ein Fäckelchen. Ah, okay. Machen wir hier noch eins. Sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Gut, gut, gut. So, gehen wir erstmal wieder nach oben. Hoffnung, dass wir gut ausgeleuchtet haben, dass uns nicht die Zombies irgendwann in der Nacht in den Hintern beißen. Und hier in unserem Häusle herumspazieren. Und ja, wir hören immer noch Somewhere off Jazz Street mit ihrem Album A Quiet Light. Passt doch eigentlich ganz gut. So, 13 Eisen haben wir. Dann müssen wir wieder ein bisschen Erz sammeln. Aber wir können uns dann noch Eisenwerkzeuge herstellen. Das ist doch schon mal super. Eisenwerkzeuge. Wir sind im Eisenzeitalter. So. Genau, Holz habe ich ja mitgebracht. Zäune kann ich hier mal reintun. Kabels, naja, gut. Gut.
Na, eigentlich war es das doch mit unseren Errungenschaften. Vielleicht, ach, naja, gut, Kohle. Ein bisschen mehr Kohle da rein. Ja. So, einmal richtig und dafür das Mikrofon ausgedreht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Vielleicht gibt es ja demnächst noch ein Let's Play. Und falls dem so ist, freue ich mich, wenn ihr es euch wieder anguckt. Falls dem nicht so ist, freue ich mich, wenn ihr euch auch was anderes anguckt. Weil Monokulturen sind ja blöde. Ergo, ist kein Problem. Ihr dürft ruhig was anderes auch gucken. Ich lasse euch bloß aktuell nicht viel Möglichkeit dazu. Mit meiner Frequenz und der Eloquenz und vor allem der Omnipräsenz. Genug Selbstbeweihräucherung. Am Ende, das war es mal wieder mit Let's Play Minecraft von mir, Mugatus. Für euch besuchen könnt ihr mich im Internet und auch anderswo. Musik ist aus. Ich bin raus. Bye, bye.